meine Fuzzi-Bärchens und ping erstmal. Kronen schmeckt's. Heute mit einem offenen Bier, aber ich habe schon Reviews aufgenommen. Ich mache heute wieder so einen Review-Marathon. Worum geht's heute? Heute geht es um Drenched in Blood und deren CD Hail to the Slaughter. Habe ich noch von Einheit Productions geschickt bekommen, weil einer von Einheit Productions da wohl mitmacht. Lag hier ein bisschen länger rum. Es tut mir auch sehr leid. Aber jetzt kommt das Review ja. Ich habe auch festgestellt, die ist gar nicht so neu, die Platte. Die ist von 2015. Kann man das hier sehen? Inzwischen. So, die Biervorräte gingen zur Neige. Wir hatten nur noch Kronenexport. Und dieser Mensch trinkt nur noch Pilz eigentlich. Und jetzt kommst du an die Reihe. Ja. Also ich bin echt erschüttert, dass es hier keinen Kronpilz mehr gibt. Aber der Minister hat mir dieses wunderbare Bier ans Herz gelegt, hat gesagt, das ist eine Mischung aus Kronpilz und Kronexport. Naja, wir ziehen es mal rein kurz und dann sagen wir mal Prost. Ach, das ist nicht so schlimm wegen Kronexport. Was? Vielen Dank dafür. Was trinkst du denn überhaupt? Wie heißt das denn? Sachsengold. Sachsengold. Landbier. Ja. Ja. Wie viel Umdrehung hat das? 833,66, 4,9. Ich find's gut. Vielen Dank dafür. Könnte ich hier eine Bude kaufen auch. Weiter geht's im Programm. Guck mal hier, da, hier, 2015 ist die. Die ist ja schon 7 Jahre alt, der Kram. 2015, was habe ich denn 2015 gemacht? Keine Ahnung, war ich wohl besoffen. Ja, All Songs Written and Composed by Drenched in Blood. Ja, da können wir uns ja später drum kümmern. Ist hier so ein Einleger irgendwie, ja, 2015. Schon ein bisschen was auf dem Buckel, aber wenn die jetzt noch CDs haben, eieiei, das ist immer schwierig, ne? Nach 7 Jahren noch CDs haben. Auch egal. So, hier so sieht die CD aus. Packen wir die mal rein in meinen super duper Master PC Blaster. Und dann wollen wir mal gucken, was Drenched in Blood kann. Alt heißt ja nicht unbedingt schlecht. Ne? Das haben wir ja gelernt. In den 90ern kam ja zum Beispiel auch alles raus, was man haben muss. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie heißen hier die Tracks. Ach, nummeriert. Das ist sehr schön. Kam übrigens auf Endwar Records raus. Und der erste Track natürlich sofort, Hail to the Slaughter. Das Intro überspringen wir mal. Gucken wir mal hier. Oh! Da muss ich spontan und direkt am Bowls Thrower denken, vom Sound her. So, der Gitarrensound ist super Bowls Thrower mäßig. Jetzt fehlt nur noch so dieser typische Bowl-Thrower-Takt auf dem Schlagzeug, den sie jetzt hier nicht spielen. Kommt ja vielleicht noch, who knows. So, oh, und die Stimme muss natürlich auch was können. So, ein bisschen Bass-Solo, ne? Und Bass-Überleitung und dann richtig rein jetzt hier, komm. Jetzt matschen wir mein Gehirn mal weg. Wenn wir warten, trinken wir nochmal und ihr könnt lauschen. Ping. Schön außer Höhle. Also das ist schon fast zu viel Höhle. Obwohl, gibt es zu viel Höhle auf dem Gesang? Nein. Das ist richtig schön, so wie so ein Kochtopf, wo es so köchelt und dann so hoch steigt die giftigen Dämpfe und das ist so der Gesang irgendwie. Ja, schon okay. Aber der Gitarrensound ist echt wie bei Bowls Thrower. Wollen wir mal gucken hier, wo das hier entstanden ist hier. All Songs Written and Composed by Drenched in Blood. Ja, recorded by Sebastian Kugler. Artwork by Tibor. Das ist dieses Artwork. Ja, das kann man immer so schlecht sehen. Es blendet immer so. Naja, ihr habt es ja auch hier eingeblendet. Layout Cover Edit by Tommy Fischer. Mix and Mastered by Sascha Blach at Winter Solitude Studio. So, stehen noch die Kontaktdaten drauf. 5 Mann sind das, weiß gar nicht, ob es hier noch gibt. Aber guck mal hier, der eine hat auch schon Unleashed-T-Shirt an. Ja, dann wissen wir hier auch in den 90ern verortet wohl die Knaben. Also so was Inspiration und Stil und sowas angeht. Ja, ist auf jeden Fall erdig.
machen wir mein nächstes Song hier an. Wie viele Songs sind noch drauf? 8 Stück. War is the only answer. Krieg ist die Krieg ist die einzige Antwort. Ja, da wissen wir ja gerade, sehen wir ja selber, was das für eine Antwort ist. Ich finde, das ist nicht so die beste Antwort. Aber das ist ja immer fiktional, ne? Man muss auch Musik und Realität trennen irgendwie, ne? Wenn man sich zum Beispiel Cannibal Corpse anguckt, die Jungs machen das bestimmt nicht, was die in ihren Texten singen. Da muss man immer. Aber manch einer kann das nicht unterscheiden. Heute verschwimmen die Grenzen so und dann denken die Leute, oh, hier, die sind wirklich so drauf. Was natürlich totaler Mumpitz ist, weil man kann sich auch mal ein bisschen mit seiner Fantasie der Realität entfliehen, sozusagen. Das mache ich auch mal hier mit meinem Püppchen und sowas. Egal, wird schon wieder philosophisch. Ich glaube, wir müssen hier viel mehr saufen auf diesem Format. Ne? Wir müssen einfach viel mehr saufen, damit diese ganze Restphilosophie, die hier so Anklang findet, hier weggewischt wird. So, Musik gehen hier. So, hier komm, es gibt einfach mal rein. Nee, komm, ja, den fand ich nicht so stark. Darkness Falls machen wir mal hier, komm. So, Auftakt und jetzt aber rein, ey. Komm. Alter, fast schon Manowar-Auftakt. 10 Minuten Drum-Solo oder was? Ey, das klingt wie Bowsborn. Und wenn die jetzt noch diesen Schlagzeugtakt dazu haben, dann lache ich mich kaputt damit. Das wäre perfekt, ich finde das super. Nee, haben sie nicht. Nee, mit diese ich nenne sie mal Bonanza Double Bass. Drum, 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 drum. Dann Bonanza, drum, 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 drum. Immer eine andere Geschichte. So hieß das bei uns früher im Proberaum. Mach mal hier die Bonanza Double Bass. Ja, ist solide, ey. Was soll ich sagen? Irgendwie finde ich von der Produktion, finde ich die Gitarren tatsächlich noch am besten, weil die mich echt an Bolthrower erinnern. Und auch ansonsten ist, ja, matschig, nicht zu matschig, aber so der Dreck, ne, der Dreck, der im Death Metal drin sein muss, der ist da auf jeden Fall drin, auch nicht übertrieben. Eine klare Reproduktion, da tue ich mich immer schwer mit, wenn das so klinisch klingt und man denkt irgendwie, der Typ hat nur einmal auf die Snare gehaut und dann wurde das einfach nur reingepastet an die Stellen, wo es hingehört, dann das ist immer schlecht, ne, das muss schon irgendwie so aufgenommen worden sein, wie es halt denn dann auch mal passt, ne? Und wie es der Musik genehm ist. Und diese Musik ist auf jeden Fall genehm. Da haben wir jetzt mal ein bisschen Death Metal, nachdem in den letzten Wochen viel so Black Metal und Punk und sowas war oder auch mal ein bisschen Horror-Punk, ne? Hatten wir ja auch in letzter Zeit. Aber ich kenne hier keine Grenzen, hier darf jeder machen, was er will. Ja, Drenched in Blood. Schickes Ding. Was ist aus denen geworden? Keine Ahnung. Gibt's ihn noch? Weil, wenn der Tonträger von 2015 ist, da ist ja schon ein bisschen Wasser den Rhein runtergeflossen, ne? Was haben wir denn jetzt hier? Track. Jetzt gar nicht mehr aufgepasst. Aber das mag ich auf jeden Fall. Also so ein bisschen Melodie da reinbringen, ne? So, und dann eine schöne Rhythmusgitarre drüber und die Leadgitarre muss dann aber das weiterspielen, wenn das Schlagzeug richtig einsetzt. Komm, gib mir das jetzt. Ja, genau das meinte ich. Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Ja, ist schon ein bisschen so ein Hauch Göteborg-Style, ne? So, hier alte Inflames, ganz alte Inflames. Das neue kann ja keiner mehr ertragen. Oder so ganz altes, ja, jetzt geht's, nee, dafür ist es nicht vertrackt genug. Ja, ich würde sagen, ganz, ganz alte Inflames, ja. So Subterranean oder irgend so eine Scheiße. Ja, habe ich schon gesagt, dass Drenched in Blood ist, was wir gerade haben. Wir wollen mal pingen und lassen das nochmal wirken. Das finde ich bis jetzt den besten Song. Was ist denn Nummer 4? My Destiny, ja. Immer noch mal pingen. Jetzt reviewt euer Gornminister hier schon irgendwelche alten Scheiben, die noch irgendwo im Keller rumgeflogen sind. Das ist nicht despektierlich gemeint. Ja, aber vielleicht. Ja, das ist doch schön. Ein bisschen. Ja, fluffig.
Ich hätte mir tatsächlich aber noch so ein Boards-Roar-Taktgebiet gewünscht. Ist da bestimmt drauf, ne? Was haben wir hier? Friendly Fire. Komm, wir suchen mal, ob die nochmal den Boards-Roar-Takt haben. Ne, lass ihn das. Ne, haben wir. Oh, jetzt wird's. Hier, im späteren Verlauf der CD wird's ja nochmal richtig. Jetzt ja nochmal richtig doomig, Brother of Sleep. Wollen wir hier rein, Skippy Skippy machen? Ja, komm. Ja. Na, natürlich wieder rein, ne? Aber ist auf jeden Fall eine schöne Mischung. Im späteren Verlauf der CD wird es ja manchmal ein bisschen doomiger. Jetzt gibt es wieder hier auf Omme, Hacke, Hacke, Hacke. Naja. Drenched in Blood, Hail to the Slaughter. Könnt ihr ja mal gucken. CD gibt es auf jeden Fall bei Endwar Records oder bei den Jungs selber. Könnt ihr ja selber machen. Ich mache nochmal Ping hier. Und dann wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das seht. Supportet mal Drenched in Blood und danach könnt ihr dann mal gleich nochmal abschalten. Jetzt abschalten. 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 Abschalten.